Ja, moin, liebe Journalisten, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem 7. Spieltag. Der HSV empfängt am Sonntag um 13.30 Uhr Erzgebirge Aue und für das Spiel wurden bislang 41.000 Tickets verkauft, 1.000 davon gehen ins Erzgebirge. Bei mir ist unser Cheftrainer Dieter Hecking und der steht Ihnen wie immer für Ihre Fragen zur Verfügung. Das hatten wir doch schon mal. Luis Vera Heine für die Mopo. Ja, moin Herr Hecking. Das Derby wurde verloren. Jetzt muss der Blick natürlich nach vorne gehen. Wie lange hat denn das gedauert, bei den Spielern irgendwie die Enttäuschung wegzukriegen und ja, den Blick wieder aufzurichten? Ja, ich denke verständlicherweise, eine Derby-Niederlage wirkt immer ein bisschen länger nach wie eine normale Niederlage. Aber ich glaube, dass wir dann am Mittwochmorgen haben wir eine gute Analyse vom Spiel gehabt. Es gab Phasen im Spiel, was ich ja auch schon dann am Mittwoch oder Donnerstag gesagt habe in der Presserunde, wo wir das Spiel hätten drehen können, wenn nicht sogar müssen. Ja, dann waren so ein paar unglückliche Situationen im Spiel, die dann leider auch nicht für uns ausgelegt worden sind. Das kommt dann alles zusammen an so einem Abend. Deshalb darf man sich da sich auch nicht allzu lange mit aufhalten. Es ist ärgerlich genug, dass wir das Spiel verloren haben. Aber wie gesagt, das ist das zweite große Ziel, dass man beide Derbys gewinnen möchte in der Saison. Und das andere Ziel ist natürlich nach wie vor, bis am Ende der Saison vorne dabei zu sein. Und daran hat sich trotz der Niederlage im Moment nichts geändert. Und jetzt musst du halt sehen, dass du am Sonntag gegen einen ordentlichen Gegner, das muss ich jetzt schon sagen, wieder den Faden aufnimmst, um dann eben in die Erfolgsspur zurückzukommen. Ja, aber da sehe ich jetzt nicht das Problem. Die Mannschaft war, wie immer, sie ist kritisch mit sich selbst umgegangen. Sie weiß auch, sie hat schon auf dem Platz gespielt, was im Moment oder in dem Abend nicht so gut gelaufen ist. Ja, und wenn man sie jetzt im Training gesehen hat, ja, es ist so, ne, dass man das natürlich gerne am Sonntag wieder revidieren möchte mit einem guten Ergebnis. Darauf richten wir auch unsere Arbeit aus. Kai Schiller vom Hamburger Abendblatt. Guten Morgen, guten Mittag. Jonas Bolt hat uns gestern angedeutet, dass es möglicherweise die ein oder andere Veränderung geben könnte in der Startelf. Können Sie uns da auch schon einen kleinen Einblick geben? Ja, Jonas ist Sportdirektor, ne, und Fan. Ich bin der Trainer und wie gesagt, es ist so, dass du immer wieder überlegst, ob du Veränderungen in der Aufstellung annimmst. Ne? Und jetzt unabhängig vom Ergebnis Pauli, guckt man natürlich auch, was passt auf Aue gut. Und wer hat jetzt viel gespielt in den letzten Wochen? Na, deshalb schließe ich nicht aus, dass es den einen oder anderen Wechsel in der Startelf gibt, was aber nicht zwingend nur mit dem Spiel Pauli zu tun haben muss. Es gibt sicherlich auch Überlegungen, mal dem einen oder anderen, der jetzt viel gespielt hat, auch mal eine Pause zu geben. Wir sagen immer, wir haben einen guten, ausgeglichenen Kader. Ja, und deshalb kann es durchaus sein, dass auch der eine oder andere in die Startelf reinrückt, der jetzt in den letzten Wochen weniger gespielt hat. Babak Milani von der Bild-Zeitung. Moin Dieter. Muss man mehr justieren nach so einer Derby-Niederlage als sonst? Und ist man mehr als Psychologe gefordert, als Trainer, um da wieder die Jungs in die Spur zu kriegen? Nein, wir waren nicht so weit weg von unserer Spur. Ja, also das nochmal klar herausgestellt. Wir haben die erste halbe Stunde nicht gut gespielt. Ja, und das hatte aus meiner Sicht ganz klar spieltaktische Gründe, ja, wo wir nicht den Zugriff gefunden haben. Ich habe gesagt, dass Pauli uns vielleicht ein Stück weit überrascht hat. Das war nicht so. Wir wussten vorher, dass sie sehr variabel spielen im inneren Mittelfeld. Nur wir haben nicht den Zugriff gefunden, wie wir das gerne gehabt hätten. Das mussten wir besser machen. Das ist in einer halben Stunde besser geworden in dem Spiel. Ja, wir haben dann, denke ich, 35 Minuten im Spiel gehabt zwischen der 30. und 65. Minute, wo wir das Spiel für uns entscheiden können. Und das waren ja auch gute Phasen im Spiel. Und das heißt, du musst die erste halbe Stunde kritisch analysieren. Das haben wir gemacht. Wir müssen natürlich auch trotzdem die guten Phasen des Spiels gegen Pauli rausstreichen, ja, wo jeder gesehen hat, wenn wir aus den Chancen das Tor machen, glaube ich, hätten wir das Spiel drehen können an dem Abend. Ist uns aber nicht gelungen und du darfst dann eben nicht das zweite Tor kriegen, so wie wir es dann auch bekommen haben, weil dann wird es natürlich ungleich schwerer. Und das ist genau das, was wir besprochen haben. Und das hat nichts groß mit Nachjustieren zu tun, weil eben auch Phasen im Spiel waren absolut in Ordnung. Ja, und wie gesagt, trotzdem, das ist so, wenn du nicht bei 100% bist, und das war in der ersten halben Stunde eben auch nicht der Fall, da waren eben auch 4, 5 Spieler auf dem Platz, die nicht ihre Leistung so abgerufen haben wie die Wochen vorher, dann wird es gegen jeden Gegner schwer. Und das wurde uns auch nochmal deutlich vor Augen geführt. Kai Bermann für die Welt. Herr Hecking, Sie haben nach dem Spiel gegen St. Pauli auch schon darauf hingewiesen, dass man nicht den Fehler machen darf, Aue zu unterschätzen. Eine Mannschaft, die sehr gut gestartet ist, 11 Punkte hat. Haben Sie in der Woche jetzt nochmal speziell darauf hingewirkt und worauf wird es am Sonntag ankommen, dass die 3 Punkte wie gewünscht hier bleiben?
Ja, also nochmal, ich habe immer allerhöchsten Respekt vor jedem Gegner. Ja, und wenn ich dann lese, überraschend, Aue hat 11 Punkte. Ja, das ist eine gewachsene Mannschaft, eine gestandene Zweitligamannschaft, die aus ihren Möglichkeiten jetzt seit Jahren schon richtig was Gutes machen, die jetzt aus Gründen, die mir nicht bekannt sind, einen Trainerwechsel vornehmen mussten zum relativ frühen Zeitpunkt der Saison. Dirk Schuster, denke ich, weiß auf jeden Fall, wie es geht. Ja, und das ist eine Mannschaft, die Spieler drin hat, die dir auch wie jede andere Mannschaft wehtun kann. Ja, und es kommt nicht von ungefähr, dass diese Mannschaft 11 Punkte hat. Sie haben einen riesen Zusammenhalt, ja, sie leben Teamgeist vor und genauso mit dieser Geschlossenheit werden sie mit Sicherheit auch dann am Sonntag versuchen, hier aufzutreten. Ja, und das wird uns noch gefühlt 28 Mal in den letzten Spielen blühen. Ja, und nochmal, man liest ja auch in den Aussagen von Sören Gonta, ja, die kommen nicht hierher, um sich hier hinzustellen und zu sagen, lasst uns mal eben hier verlieren. Ja, und genau das ist auch die Mentalität, die Aue hat. Und deshalb ist diese Mannschaft nicht ungefährlich und das ist eben das, was ich irgendwo auch schon mal erwähnt habe die Woche, was mich immer so ein bisschen stört. Das habe ich auch, glaube ich, in der ersten Woche, wo ich als Cheftrainer angefangen habe. Wir müssen davon wegkommen, dass wir nur, weil der große HSV, jetzt kommt es wieder von mir, ja, aufgrund dieser Geschichte, die aus der Vergangenheit herrührt, mal eben so Aue wegschießt. Das wird nicht passieren. Und wer mit dieser Einstellung ins Stadion kommt, der kann eine böse Überraschung erleben, weil es vielleicht doch zäher wird, wie vielleicht der eine oder andere noch glaubt. Wir können nur darauf hinweisen, wir weisen unsere Mannschaft darauf hin. Und trotzdem bin ich davon überzeugt, dass wenn wir unser Potenzial abrufen, wir am Sonntag das Spiel gewinnen können. Das ist klar. Kai Schiller vom Hamlet. Sie wurden in den vergangenen Wochen jede Woche auf Baccarriata angesprochen. Gibt es aus Ihrer Sicht nach der heutigen Berichterstattung was zu hinzuzufügen oder eher nicht? Nein, ich glaube, dazu haben wir nun wirklich so viel gesagt und da reicht jetzt aus meiner Sicht auch so eine Meldung von gestern Abend nicht aus, dass wir jetzt nochmal groß drauf eingehen. Luis Vera Heine für die Mopo. Mal vielleicht kurz zu Erzgebirge Aue. Wie erwarten Sie die denn? Also ich habe mit Hannes Drews gesprochen, der ja dort mal Trainer war und Sie haben eben selbst die Mentalität angesprochen von Aue. Der sagt aber, dass sich da viel mehr entwickelt hat, auch in die spielerische Richtung. Und daran anschließend vielleicht noch, inwiefern macht dieser überraschende Trainerwechsel in Aue denn die Vorbereitung auf das Spiel am Samstag für Sie schwieriger? Also Teil 2 ist relativ klar. Dirk Schuster steht für eine klare Ordnung auf dem Platz. Ich glaube, dass man das auch in den beiden Spielen sofort wieder gesehen hat, wobei ich auch glaube, dass im Vorfeld schon gut gearbeitet worden ist. Und ja, Aue wählt den spielerischen Ansatz. Ja, und das kann man sehr gut ansehen. Ich habe mir jetzt die letzten beiden Spiele insbesondere angeguckt von ihnen. Ja, das ist nicht eine Mannschaft, die nur mit langen Bällen agiert und irgendwo versucht, auf gut Glück zu spielen. Nein, sie haben wirklich von hinten heraus vom Tor, der fußballerisch sicherlich einer der besten in der zweiten Liga ist. Ja, ist für ihn wie ein elfter Feldspieler, so agiert er und macht er richtig gut. Ja, und da musst du dir schon überlegen, wo ist die Anlaufzone, wo gehen wir hin, wo attackieren wir Aue. Ja, und auch so, sie haben, ne, wenn man im Mittelfeld Fandrich nimmt, für mich ein exzellenter Fußballer, der auch weiß, RB-Schule genossen, ja, der weiß, wie es geht, der weiß, wie am Pressing aus ist, Hochscheid, der auf links spielt, Nazarov, ein abgezockter Testro, in der Box gefährlich, also da sind schon wirklich Spieler unterwegs, die absolut verstehen, wie es geht und deshalb, der Respekt vor diesem Gegner ist da. Klar, wir halten dagegen, wir haben natürlich auch eine gute Mannschaft, die auch in der Lage ist, hier zu Hause zu gewinnen, aber ja, es ist nicht das Aue, was man vielleicht von vor 3-4 Jahren noch vor Augen hat. Und ich glaube schon, das ist ja nicht so einfach da, fast im östlichen Zipfel der Bundesrepublik, da so einen Standort so am Leben zu halten. Mit 20.000 Einwohnern, glaube ich, hat diese Stadt. Und das muss man schon sagen. Das ist schon absolut in okay, was da passiert. Babak Milani von der Bild-Zeitung nochmal. Wann denkst du, kann Timo Letschert dabei sein, im Kader dabei sein? Ja, erstmal sieht es jetzt so aus, dass er jetzt seit Mittwoch komplett mit der Mannschaft trainiert. Das sieht gut aus. Klar, er hat immer noch so ein bisschen ein vorsichtiges Gefühl, weil er natürlich jetzt in den vergangenen Wochen immer wieder mal zwischendurch auch angefangen hatte. Dann kam wieder ein kleiner Rückschlag. Also er muss jetzt dieses Vertrauen in sein Knie wieder bekommen. Das war jetzt wirklich 3 Tage problemlos. Also er hat Mittwoch, Donnerstag, Freitag ganz problemlos trainiert. Ich denke, dass das für Sonntag sicherlich noch nicht reicht, um ihn in den Kader zu nehmen. Aber wenn er die ganze nächste Woche mal durchtrainiert hat, dann sind wir da sicherlich ein Stück weiter und dann kann es durchaus sein, dass er da mit uns nach Regensburg vielleicht schon geht.
Der Kollege in der ersten Reihe, bitte kurz Name und Medium nennen. Mike Weiler, Hospitant beim Hamburger Abendblatt. Herr Hecking, heute ist globaler Klimastreik. Auch in Hamburg haben sich zehntausende Menschen getroffen. Sie selbst haben auch 5 Kinder. Wie sehr beschäftigt Sie diese Debatte persönlich? Boah, jetzt muss ich gerade umschalten vom Kopf. ja, ich glaube, Klimaschutz, ich bin also nie so der Große, der politische Floskeln da raushauen will. Das sage ich auch ganz ehrlich. Ja, aber klar, im Klimaschutz, erstmal muss man im Kleinen bei sich zu Hause anfangen. Da kann man am meisten drauf einwirken. Ich finde es sehr beachtenswert, wenn man dann sieht, dass Jugendliche auf die Straße gehen, mittlerweile seit einem ganz langen Zeitraum, jeden Freitag, ja, um für ihre Umwelt zu demonstrieren. Weil wir, die älteren Generationen können das auch nicht so abtun, so ungefähr, wir hinterlassen euch die Welt und macht was draus. Ich glaube, wir können da alle noch mithelfen. Und da finde ich in erster Linie, man muss in seinem eigenen Haushalt erstmal gucken, was man tun kann, um den Klimaschutz irgendwo voranzubringen. Dass das natürlich, und da bin ich so ein bisschen, ja, wie soll ich das ausdrücken? Ich finde diese ganzen Debatten, wenn man mal im Fernsehen dazuhört, ja, wenn man sieht, ich glaube, dass das wahnsinnig schwierig ist, auch für die Politiker die richtigen Maßnahmen zu treffen, wo dann auch solch entscheidende Dinge dann auf den Weg gebracht werden, die uns dann auch weiterbringen. Ich kann das gar nicht beurteilen. Ja, ich wüsste jetzt nicht, welche Maßnahmen wirklich so toll sind und uns so weit nach vorne bringen, dass wir den Umweltschutz so nach vorne bringen, dass wir alle was davon haben. Aber natürlich, klar, und deshalb bleibe ich dabei, im Kleinen kann jeder dafür sorgen, dass es der Umwelt besser geht. Luis, wäre Heine nochmal? Sie haben Julian Pollersbeck letzte Woche mal einen Einsatz bei der zweiten Mannschaft in Aussicht gestellt, dann ist er krank geworden. Ist das für diesen Sonntag gegen Norderstedt eine Option? Ja, ich habe mit Polle heute gesprochen, ja, dass wir das auf jeden Fall als Option sehen, zumal unsere U21 gerade auch im Torwartbereich sehr ausgedünnt ist durch Verletzungen. Ja, und Julian hat auch gesagt, ja, er will das auch, weil er merkt auch, er muss jetzt zwischendurch auch mal spielen. Ja, und wie gesagt, er hat jetzt in den letzten Wochen auf mich einen deutlich verbesserten Eindruck gemacht. Jetzt kriegt er mal die Chance, auch das wieder in Spielen zu beweisen, dass er da wieder ein Stück weit vorangekommen ist. Das betrifft aber nicht nur ihn, auch Tom Mickel wird sicherlich mal in den nächsten Wochen da aushelfen, wenn es vom Spielplan her passt. Julian wird Sonntag spielen, ja. Okay, dann sehe ich keine weiteren Fragen mehr. Herzlichen Dank für das Interesse an der heutigen Pressekonferenz und bis spätestens Sonntag.